Ich habe noch. This meeting is being recorded. So, jetzt wird es aufgezeichnet. Ab jetzt. also zu den Fragen, wie gesagt, entweder Kommentare oder Sie können dann natürlich auch gerne Ihre Kamera später einschalten und dementsprechend auch direkt an unsere Referentin, die ich natürlich auch noch gleich vorstelle, Ihre Frage stellen. Ja, das war's fürs Erste. Ich darf jetzt nochmal herzlich begrüßen Frau Bettina Eick von PETA Deutschland. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass wir Sie für diesen Vortrag gewinnen konnten im Rahmen des Veganuary 2022 und übergebe nun an Sie. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch ganz herzlich, dass ich heute Abend hier sein kann und selbst wenn es nicht in Präsenz ist, sozusagen durch den Bildschirm mit Ihnen allen sprechen kann und Ihnen ein bisschen was zum Thema Ernährung, Klima und Umwelt erzählen kann. Bevor es jetzt gleich losgeht, es wurde gerade schon erwähnt, während des Vortrags, wenn Ihnen direkt was einfällt zu dem, was ich gerade sage, da irgendwie eine Frage kommt, dann können Sie die einfach in den Chat tippen. Also unten gibt es so einen Button Chat, da kann man draufklicken und dann einfach die Frage direkt eintragen. Und später, wenn der Vortrag rum ist, können wir dann die Fragen durchgehen. Aber dann haben Sie natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, auch später noch Fragen, die dann noch gekommen sind oder die während der Diskussion noch auftreten, auch noch zu stellen. Genau, und jetzt geht's los. Ja, unser Thema ist ja heute Ernährung und der Einfluss auf Umwelt und Klima. Und wie wir alle wissen, ist der Klimawandel oder wie man eigentlich schon sagen muss, die Klimakatastrophe ein riesengroßes, wichtiges Thema, was ja zum Glück jetzt auch in der Politik angekommen ist, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen schneller gehen könnte. Und da muss einfach ganz, ganz dringend was gemacht werden. Natürlich in sehr, sehr vielen Bereichen, Mobilität, Energie und so weiter. Aber tatsächlich spielt Ernährung und damit im Zusammenhang die Landwirtschaft auch eine sehr große Rolle. Vor allem, wenn es darum geht, was man selbst denn so tun kann. Also ganz viele Menschen fragen ja, was kann ich denn tun, um irgendwie einen positiven Beitrag für den Klimaschutz zu leisten? Und da ist es tatsächlich so, dass jeder ganz einfach jeden Tag, meistens sogar von zu Hause aus, was fürs Klima tun kann. Und zwar mindestens dreimal am Tag bei der Wahl des eigenen Essens. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, dass ich eben bei was ich sowieso jeden Tag tue, einfach das Klima positiv beeinflussen kann, indem ich eben bestimmte Lebensmittel wähle und andere vielleicht häufiger oder vielleicht sogar ganz weglasse. So, bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, nochmal ganz kurz zu meiner Person. Sie haben schon gehört, mein Name ist Bettina Eick. Ich habe Biologie mit dem Schwerpunkt Physiologie studiert und ich arbeite als Fachreferentin für Ernährung und Tiere in der Nahrungsmittelindustrie im Kampagnenteam bei PETA Deutschland. Das bedeutet, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema vegane Ernährung. Einerseits die ernährungswissenschaftlichen Themen, also wie funktioniert eine vegane Ernährung, auf was muss man achten, welche Nährstoffe sind da besonders wichtig und auch welche gesundheitlichen Vorteile kann es vielleicht bringen. Dann natürlich das Thema Umwelt und Klima, was wir uns heute genauer anschauen, aber natürlich auch die Tiere selbst, weil letztendlich sind es die, für die wir als Tierrechtsorganisation stehen, für die wir kämpfen, dass eben Tiere nicht mehr in der Form ausgebeutet und getötet werden, wie das momentan der Fall ist, sondern dass eben Tiere ein Recht auf Leben haben. Ich selbst bin seit circa 8 Jahren vegan. Das heißt, ich habe schon eine ganze Weile Erfahrung mit dem Thema vegane Ernährung, bin damals aus ethischen Gründen vegan geworden, weil ich einfach nicht mehr unterstützen wollte, was Tieren in der Industrie angetan wird. Aber natürlich sind dann die Themen Gesundheit, Klima und Umwelt auch noch mit dazugekommen. Und es ist auch das Schöne an der veganen Ernährung, dass es so ein Rundumpaket ist, was man damit sozusagen Gutes tun kann. Und jetzt geht's auch schon los. Als allererstes wollen wir mal anschauen, was denn im Bereich Ernährung eigentlich einen negativen Einfluss aufs Klima haben kann. Weil das sind ja tatsächlich verschiedene Bereiche. Und das, was den meisten Menschen so als erstes einfällt, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das Thema Transport. Also woher kommt denn das Lebensmittel? Und natürlich ist es so, dass ein Lebensmittel, das von weiter her kommt, was irgendwie extra per Schiff oder vielleicht sogar per Flugzeug oder selbst per LKW hergefahren werden muss, ist natürlich weniger nachhaltig als eins, was direkt regional wächst. Das heißt, das Thema Regionalität ist auf jeden Fall ein Einflussfaktor.
Damit zusammenhängt auch das Thema, ob ein Lebensmittel saisonal ist oder nicht. Denn wenn ein Lebensmittel nicht saisonal ist, ist es automatisch auch nicht regional, weil es von weiter her kommt. Oder weil es vielleicht in einem Gewächshaus wächst, was aber dann trotzdem beheizt werden muss und dementsprechend auch wieder mehr Energie kostet. Dann gibt es auch das Thema Verarbeitung und Verpackung. Wenn ein Lebensmittel verarbeitet wird, dann braucht es natürlich mehr Energie. Das heißt, ein unverarbeitetes Lebensmittel, wie beispielsweise Gemüse oder Obst, das einfach so, wie es gewachsen ist, im Supermarkt liegt, hat natürlich weniger Energie gebraucht als ein Fertigprodukt, was irgendwie stark verarbeitet ist. Und dann natürlich auch die Verpackung. Also unverpacktes Lebensmittel verbraucht weniger Müll und ist deshalb weniger nachhaltig. Und all diese Themen sind relativ präsent bei vielen Menschen, vor allem natürlich bei Menschen, die sich für das Thema interessieren. Und es wird auch politisch sehr viel diskutiert, aber der viel, viel größere Bereich, der einen viel größeren Einfluss aufs Klima hat, ist tatsächlich so ein bisschen unterrepräsentiert, was schade ist. Und zwar ist es die sogenannte Änderung der Landnutzung. Was bedeutet das jetzt? Also irgendwo wächst beispielsweise Wald, zum Beispiel Regenwald, der sehr, sehr wichtig für unser Klima ist. Und wenn diese Landfläche jetzt gerodet wird und dann da was anderes drauf angebaut wird oder was anderes da drauf angelegt wird, dann ist es eine Änderung der Landnutzung, hat einen riesengroßen Einfluss auf unser Klima. Also beispielsweise die Abholzung der Regenwälder für Futtermittelanbau und für Weideland. Und tatsächlich ist es so, dass der allergrößte Anteil des Regenwalds eben genau dafür abgeholzt wird, nämlich letztendlich für die Produktion von tierischen Produkten. Und das ist tatsächlich nicht allen bewusst, dass tierische Produkte einen viel, viel größeren Einfluss, einen negativen Einfluss aufs Klima haben, als beispielsweise die Regionalität eines Produkts, der Transport, wie weit her das Produkt kommt. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Jetzt gibt es hier ein Schaubild und wir wollen uns angucken, was denn in der Ernährung am meisten CO2 einsparen kann. Also wir haben jetzt hier eine Skala unten von 0 Tonnen CO2 pro Jahr bis 1,6 Tonnen CO2 pro Jahr und schauen uns jetzt verschiedene Ernährungsformen an. Und als allererstes haben wir so die durchschnittliche Ernährung, wie es sich so durchschnittlich ein Deutscher oder eine Deutsche ernährt, die natürlich Fleisch beinhaltet. Und es sind so ungefähr 1,74 Tonnen CO2 pro Jahr. Und wenn man jetzt hauptsächlich ökologisch sich ernährt, also mit Bioprodukten, kann man da ungefähr 6% einsparen. Und es wären dann 1,64 Tonnen CO2. Also schon ein gewisses Einsparpotenzial, aber jetzt eben auch nicht riesengroß. Ähnlich sieht es dann aus, wenn man jetzt rein regional sich ernährt, also die Produkte, die man so kauft, wirklich aus der Region kauft, eben auch das Fleisch, das man konsumiert. Da hat man dann ein Einsparpotenzial von 5%. Man hat dann 1,65 Tonnen pro Jahr. Genauso sieht es aus, wenn man sich hauptsächlich oder vielleicht sogar nur von saisonalen Produkten ernährt, haben wir das gleiche Einsparpotenzial wie bei regional. Und bei einer fleischreduzierten Ernährung sind es eben ähnlich wie bei der den Bioprodukten die 6% Einsparpotenzial. Und wenn man jetzt das Fleisch weglässt und sich vegetarisch ernährt, dann ist da schon ein deutlich größeres Einsparpotenzial, nämlich 26%. Und da wären es dann noch so 1,29 Tonnen CO2 pro Jahr. Und Sie ahnen es wahrscheinlich schon, also bei der vegetarischen Ernährung sind natürlich die Fleischprodukte weg, aber Milchprodukte und Eier sind immer noch in der Ernährung enthalten. Und wenn man die jetzt auch noch weglässt und sich eben von den vielen Pflanzen, die es so gibt, ernährt und eben vegan ernährt, dann haben wir das größte Einsparpotenzial von 39% und eben nur noch 1,07 Tonnen CO2 pro Jahr ungefähr. Und es zeigt eben nochmal, dass der Vergleich zwischen tierischen und pflanzlichen Produkten einen viel, viel größeren Unterschied macht, als jetzt, ob es bio ist oder ob es regional ist oder saisonal ist. Natürlich kann man innerhalb der pflanzlichen Nahrungsmittel, also wenn man sich jetzt vegan ernährt, kann man nochmal was einsparen, indem man dann zusätzlich versucht, sich regional zu ernähren und Bioprodukte kauft und saisonal. Das macht natürlich auch nochmal was aus, aber der größte Anteil, das größte Einsparpotenzial ist tatsächlich, indem man die tierischen Produkte weglässt.
Und es geht aus dem Weltagrarbericht hervor und da zeigt sich eben, dass, wie gerade schon gesagt, bio, saisonal oder regional zu kaufen im Vergleich zu einer veganen Ernährung eine wesentlich kleinere positive Auswirkung auf die CO2-Bilanz der eigenen Ernährung hat. Und wer vegan lebt, kann eben bis zu 39% den größten CO2-Ausstoß einsparen. Und das liegt natürlich daran, dass die Tierwirtschaft sehr, sehr viele Treibhausgase ausstößt. Und das sind mehr, als die meisten Menschen denken. Und zwar sind es 14,5 bis 20% der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase, die in der Tierwirtschaft entstehen. Also es sind zwei verschiedene aktuelle Studien. Die eine sagt 14,5, die andere bis zu 20%. Und es ist wirklich ein riesengroßer Anteil. Also wenn man das mal vergleicht, das ist mehr als der gesamte Verkehr. Das heißt, durch die tierischen Produkte, die wir weltweit konsumieren und die weltweit produziert werden, entstehen mehr Treibhausgase als durch alle Autos, alle Flugzeuge, alle Schiffe und alle sonstigen Verkehrsmittel, die so auf der Welt unterwegs sind. Also das ist wirklich richtig, richtig viel, das man nicht außer Acht lassen darf und wo auf jeden Fall ganz, ganz dringend was getan werden muss, dass wir da eben auch von diesen Treibhausgasemissionen runterkommen. Und wie entstehen in der Tierwirtschaft diese Treibhausgase? Das ist einmal durch die Tiere selbst, und zwar durch die Verdauung. Da geht es dann vor allem um die Wiederkäuer, also vor allem Rinder und Kühe in der Milchindustrie, weil die eben Methan ausstoßen. Methan ist ein Treibhausgas, das ist 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2, also sogar noch mal eine deutlich größere Wirkung hat als CO2 und genau, was da eben massenhaft von den Tieren ausgestoßen wird. Und das Zweite hatte ich vorher schon erwähnt, das sind die erwähnten Landnutzungsänderungen, also die Abholzung der Wälder für Anbau von Futtermitteln und für Weideland. Und da muss man sich einfach vorstellen, dass Wälder für uns und vor allem fürs Klima extrem wichtig sind. Also Pflanzen atmen ja sozusagen andersrum wie wir, die nehmen CO2 auf und geben Sauerstoff ab. Und die sind einfach ein enormer CO2-Speicher, der uns sehr dabei hilft, dass wir diesen CO2-Ausstoß niedrig halten. Und je mehr wir Wälder abholzen, desto mehr verlieren wir von diesem CO2-Speicher und desto stärker wird eben die Klimakrise angetrieben. Und da ist, wie gesagt, die Tierwirtschaft eben ganz vorne mit dabei, was die Abholzung von Regenwäldern angeht. Jetzt können wir das auch mal vergleichen. Also wir haben jetzt auf der linken Seite 1 Kilogramm Rindfleisch und auf der rechten Seite 1 Kilogramm Obst und Gemüse so im Durchschnitt. Und jetzt schauen wir mal, wie viel da an CO2 entsteht. Also für 1 Kilogramm Rindfleisch entstehen ca. 28 Kilogramm Treibhausgase. Und beim Kilogramm Obst und Gemüse ist es weniger als 1 Kilogramm Treibhausgase. Und das ist wirklich ein krasser Unterschied. Also da kann ich durch die Wahl, was ich jetzt konsumiere, eben ganz deutlich was verändern und eben dafür sorgen, dass durch meine Ernährung viel, viel weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Und selbst wenn man jetzt sagt, ich will mich nicht immer nur von naturbelassenem Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide und was es da alles noch so gibt ernähren, sondern vielleicht auch mal irgendwie einen Burger essen, Fast Food. Selbst da bei einem verarbeiteten Produkt ist es so, dass ein pflanzlicher, beispielsweise Beyond Meat Burger Patty im Vergleich zu einem Rindfleischburger immer noch ca. 90% weniger Treibhausgase ausstößt und über 90% weniger Wasser und Fläche verbraucht. Also selbst bei diesem verarbeiteten Produkt ist eben ganz deutlich, dass es wesentlich klimafreundlicher und umweltfreundlicher ist, als wenn man das Fleisch Pendant konsumiert. Jetzt gibt es noch eine etwas, ja, so kompliziert ist ja auch nicht, Grafik, die ich jetzt gleich nochmal genau erkläre. Und zwar ist es eine Studie, die sich die sogenannten Klimakosten von tierischen und pflanzlichen Produkten angeschaut hat. Also Klimakosten bedeutet, man hat sich angeschaut, welche Klimaschäden entstehen durch die Produktion von einem bestimmten Nahrungsmittel und wie viel Kosten muss ich aufwenden, um diese Schäden wieder auszugleichen. Und so sind eben diese Klimakosten ein Wert, um zu sehen, wie klimaschädlich oder klimafreundlich ein Produkt ist. Und da sehen wir jetzt hier 5 verschiedene Lebensmittelgruppen. Wir haben links Rind und Lamm, dann kommt Hühnchen, dann Schweinefleisch, dann Milch und zum Schluss allgemein Pflanzen.
Und dann haben wir immer in Rot, also der linke Balken ist dann immer konventionell produziert und der rechte graue Balken ist immer Bio-Produkt, also Organic in Englisch produziert. Und was man jetzt hier sieht, ist einerseits, dass Biofleisch genauso viel Klimakosten verursacht wie konventionelles Fleisch. Also man sieht, dass bei Rind und bei Schweinefleisch es ungefähr auf dem gleichen Niveau ist. Und bei Hühnchen ist sogar das Bio-Hühnchen klimaschädlicher als das konventionelle Hühnchen. Liegt einfach daran, dass Bio da ja viele andere Richtlinien hat, die natürlich positiv sind teilweise, aber sich eben auf diese, auf den Ausstoß von Treibhausgasen nicht wirklich auswirkt. Das heißt, wer jetzt irgendwie klimafreundlicher sich ernähren will, da bringt es tatsächlich nicht so viel, dann ein Biofleisch zu nehmen, sondern eben das Fleisch wegzulassen. Und was noch spannender ist, ist, dass selbst das Fleisch mit der geringsten Auswirkung, also das Biofleisch, Schweinefleisch, ist trotzdem für 8-mal mehr Klimakosten verantwortlich als die Pflanzen mit der höchsten Auswirkung. Das waren konventionelle Ölsaaten. Das heißt also, die klimaschädlichsten Pflanzen sind trotzdem noch klimafreundlicher als die klimafreundlichsten tierischen Produkte, die hier in der Studie untersucht wurden. Und es zeigt einfach nochmal deutlich, dass es da wirklich eine starke Zweiteilung gibt, dass pflanzliche Produkte generell klimafreundlicher sind als tierische Produkte. Und natürlich spielt da eine große Rolle, welche Masse an Tieren jedes Jahr insgesamt getötet werden, die extra gezüchtet werden, die aufgezogen werden, die auch gequält werden, ausgebeutet werden und dann eben getötet werden. Und jetzt dürfen Sie alle einmal kurz für sich überlegen, was Sie denn glauben, wie viele Tiere jedes Jahr in Deutschland im Schlachthaus getötet werden. Und es geht jetzt hier wirklich nur um die Landtiere, das heißt, Fische und sonstige Meerestiere sind da gar nicht mit drin, sondern die Landtiere. Einfach mal kurz für sich überlegen und ich liste dann gleich die häufigsten Tiere, die getötet werden, auf und dann so die Gesamtanzahl. Also, es sind circa 58 Millionen Schweine, 630 Millionen Hühner, über 3 Millionen Rinder und insgesamt werden jedes Jahr in Deutschland knapp 800 Millionen Landtiere getötet. Und es ist so eine riesige Anzahl, wenn man das pro Tag rechnet, wird es vielleicht sogar noch deutlicher, denn in Deutschland werden jedes Jahr 2 Millionen Tiere getötet für unsere Ernährung, dafür letztendlich für unseren Genuss, weil wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja, und das ist natürlich einerseits für die Tiere furchtbar, aber andererseits hat es natürlich eine riesige große Auswirkung aufs Klima, weil dadurch eben sehr, sehr viele Treibhausgase entstehen und alles, was damit zusammenhängt. Nochmal eine Schätzfrage, die jeder für sich selber beantworten darf. Und zwar ist die Frage, was Sie glauben, ob es mehr Säugetiere in freier Wildbahn gibt oder mehr sogenannte Nutztiere. Also alle wildlebenden Säugetiere, alle Elefanten, Giraffen, Tiger, Affen, auch bei uns Hasen, Mäuse, was es alles gibt, ob es davon mehr gibt oder eben die Handvoll Nutztierarten, Kühe, Schweine, Ziegen und Co. Ja. Einmal kurz überlegen und wahrscheinlich können Sie sich schon denken, dass es mehr sogenannte Nutztiere sind. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht so blöd fragen. Dann können Sie sich noch kurz überlegen, was Sie denn glauben, wie viel Prozent aller Säugetiere sogenannte Nutztiere sind. Es sind tatsächlich 94% aller Säugetiere weltweit, ohne uns Menschen, die sogenannte Nutztiere sind. Und als ich die Zahl zum ersten Mal gesehen habe, also mir war bewusst, dass es sehr, sehr viele sind, aber ich fand es sehr erschreckend. Dass es wirklich 94% sind an Tieren, die es weltweit gibt, also an Säugetieren, sind Tiere, die wir extra dafür gezüchtet haben, dass wir sie töten und essen können, beziehungsweise für Milchprodukte und Ähnliches ausbeuten. Und wie gesagt, die Masse hat natürlich auch einen riesigen Einfluss aufs Klima. Das Ganze ist einfach auch eine große Ressourcenverschwendung. Das liegt einfach daran, genauso wie
ich und wie Sie, wir müssen essen, damit wir leben können. Wir müssen von klein auf was essen, was trinken, dass wir wachsen und so weiter. Und genauso ist es bei Tieren natürlich auch. Also die Tiere, die wir extra dafür gezüchtet haben, die müssen ernährt werden, die müssen was trinken, damit sie eben aufwachsen können. Und da ist es so, dass für eine tierische Kalorie je nach Tierart 5 bis 30 pflanzliche Kalorien verfüttert werden. Und beim Beispiel von einer Kalorie Rindfleisch sind es 10 Kalorien Getreide, die verfüttert werden. Das bedeutet, dass 90% der Nahrungsenergie dabei einfach verloren gehen. Das heißt, die hat halt das Tier gebraucht, um zu leben, aber das Tier wird am Ende ja getötet und wir können eben nicht die gesamte Nahrungsenergie essen, sondern nur 10% davon. Das heißt, es wäre sehr, sehr viel ressourcenschonender und sinnvoller, wenn wir diese 10 Kalorien Getreide einfach direkt verzehren würden. Und im Zusammenhang dazu gibt es auch eine Studie, eine Oxford-Studie von 2018, die festgestellt hat, dass 83% der landwirtschaftlichen Nutzfläche für den Anbau von Futtermittel oder Weideland verwendet werden. Das heißt, für die Produktion von tierischen Produkten. Aber nur 18% der Kalorien und nur 37% der Proteine werden über tierische Produkte erzeugt. Das heißt, nur ein kleiner Anteil an Kalorien und Proteine nehmen wir über tierische Produkte auf, aber der allergrößte Anteil an landwirtschaftlicher Fläche wird für diese tierischen Produkte verwendet. Und das zeigt eben auch nochmal deutlich dieses Missverhältnis und diese Ressourcenverschwendung, die wir, was wir einfach anders nutzen könnten. Und in der Studie wird dann auch kommt dann auch raus, also das Ergebnis besagt, dass ohne Tierwirtschaft, das heißt in der Vorstellung, die Welt würde sich vegan ernähren, könnte weltweit die Landwirtschaftsflächen um 75% reduziert werden. Das heißt, wir könnten eine Fläche so groß wie die USA, China, Australien und die EU zusammen könnten wir einsparen, bräuchten wir weniger an Anbaufläche, wenn wir die Pflanzen einfach direkt konsumieren würden. Und wenn wir eben nicht erst Pflanzen anbauen und dann ganz, ganz viele Pflanzen an Tiere verfüttern und dann eben nur wenige Kalorien und Proteine über diese Tiere aufnehmen können. Und in der Studie wird dann auch nochmal erwähnt, dass man mit einer veganen Ernährung den eigenen CO2-Fußabdruck um bis zu 73% reduzieren kann. Dass es also tatsächlich sehr, sehr viel ausmachen kann, wenn man sich pflanzlich ernährt. Dann ist jetzt die Frage, wie sieht es denn aus mit vegetarisch? Also das ist ja auf jeden Fall schon mal super, wenn man kein Fleisch mehr isst. Das müsste doch schon mal einiges ausmachen. Und es macht natürlich auch einiges aus. Das haben wir ja vorher schon in dem Schaubild gesehen, dass man eben mit der vegetarischen Ernährung ein Einsparpotenzial von 26% hat. Aber wie wir auch vorhin schon gesehen haben, mit der veganen Ernährung eben noch deutlich mehr, die 39%. Und wenn man sich dann mal anschaut, was denn die klimaschädlichsten Lebensmittel sind, das hat Ökotest mal aufgeschlüsselt, dann ist es tatsächlich so, dass auf Platz 1 Butter steht. Und es liegt einfach daran, dass Butter ja sozusagen konzentrierte Milch ist, also Muttermilch von Kühen. Und dass Kühe ja, wie gesagt, Methan ausstoßen, das 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Und eben allgemein das, was ich jetzt alles erwähnt habe mit der Ressourcenverschwendung und so weiter, natürlich auch für Kühe in der Milchindustrie gilt. Und deswegen ist tatsächlich ein vegetarisches Produkt Butter an der ersten Stelle. An Platz 2 ist dann Rindfleisch. Und auf dem dritten Platz haben wir dann auch nochmal Milchprodukte, nämlich mit Käse und Sahne. Das zeigt nochmal, dass vegetarisch halt klar ein gewisses Einsparpotenzial hat, aber dass die vegane Ernährung einfach nochmal deutlich mehr spart und deutlich klimafreundlicher ist. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Schaubild und sehen hier die verschiedenen Milchalternativen, die es so gibt im Vergleich und schauen uns hier mal so die Umweltbelastung durch einen Liter Milch an. Und da haben wir in der ersten Spalte die CO2-Äquivalente in Kilogramm, also wie viel CO2 wird ausgestoßen durch die Produktion von dem jeweiligen Produkt. In der zweiten Spalte haben wir den Flächenbedarf, der gebraucht wird, um das Ausgangsprodukt anzubauen. Und in der dritten Spalte haben wir den Wasserverbrauch, den die Produktion bzw. der Anbau kostet. Und da sieht man natürlich, es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Milchalternativen. Beispielsweise brauchen Mandeln sehr, sehr viel Wasser. Deswegen sieht man da den großen Ausschlag beim Wasserverbrauch.
Reis braucht auch relativ viel Wasser und Reis hat auch am meisten Ausstoß beim CO2. Das sieht man dann zum Beispiel beim Hafer, der braucht nur ganz wenig Wasser, nur ganz wenig Fläche und auch stößt relativ wenig CO2 aus. Hafer hat dazu noch den Vorteil, dass er total gut regional angebaut werden kann. Also da gibt es durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen Milchalternativen. Aber wenn wir jetzt dazu mal die tierische Milch, also die Kuhmilch einblenden, dann sieht man ganz deutlich, dass alle diese Milchalternativen selbst das Wasser, die wasserintensive Mandel trotzdem deutlich umweltfreundlicher ist als die Kuhmilch, die einfach am meisten CO2 ausstößt, die am allermeisten Fläche braucht, eben weil die Kuh gefüttert werden muss und eben auch am meisten Wasser verbraucht. Das heißt, auch hier ist es ganz klar, die pflanzlichen Milchalternativen sind alle klima- und umweltfreundlicher als die Kuhmilch. Und dann gibt es aber zwischen den einzelnen Pflanzenmilchsorten auch nochmal Unterschiede, wo man dann, wenn man das möchte, natürlich auch noch drauf achten kann. Dann hat das Ganze natürlich nicht nur Auswirkungen auf die sogenannten Nutztiere, sondern auch Auswirkungen auf Natur und auf Wildtiere. Denn es ist ja ganz klar, wenn Regenwald gerodet wird, um da Futtermittel anzubauen oder um das in Weideland umzuwandeln, dann geht da Lebensraum für Wildtiere verloren. Das ist ganz klar. Und wenn Lebensraum verloren ist, geht, dann sterben Tierarten einfach aus. Und das passiert in extrem hohem Tempo momentan, dass die sogenannte Biodiversität runtergeht, die Artenvielfalt, und dass einfach immer mehr Tierarten aussterben. Und da hat eben eine Studie gezeigt, dass fast ein Drittel des Arten- und Lebensraumschwunds auf die Tierwirtschaft zurückzuführen sind. Also ganz klar darauf, dass eben tierische Produkte produziert werden, dass dafür Regenwald abgeholzt wird und Lebensraum verloren geht. Und das geht in einem massiven Tempo weiter, wenn wir nicht eben aufhören, diese tierischen Produkte zu konsumieren. Und das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Faktor, der ganz massiv ist. Zum Schluss ein Fazit. Tierische Produkte sind ganz klar einer der Haupttreiber der Klimakatastrophe und auch verschiedener anderer Umweltzerstörungen. Und mit einer veganen Ernährung kann jeder und jede Einzelne ganz einfach jeden Tag was für den Klimaschutz tun. Und jetzt haben wir ganz viel über das Thema Klima und Umwelt gesprochen. Ich habe am Anfang schon mal erwähnt, für mich ist vegane Ernährung so ein Rundum-Paket. Und ich sage immer ganz gern, vegane Ernährung ist für mich so eine Win-Win-Win-Situation. Und da haben wir jetzt gerade ein großes Win besprochen, nämlich, dass wir eben uns sehr klimafreundlich ernähren können. Dann gibt es auch noch ein zweites Win. Es ist tatsächlich sind es wir Menschen selbst, weil eine vegane Ernährung gesund ist. Also wir können uns absolut gesund vegan ernähren. Wir brauchen keinerlei tierischen Produkte, um gesund zu sein und auch nicht, um lecker zu essen. Und es hat auch noch weitere Vorteile, beispielsweise fördert die Tierwirtschaft Zoonosen, andere Infektionskrankheiten, antibiotikaresistente Keime, was alles negativ für uns Menschen, für unsere Gesundheit ist. Und dann haben wir natürlich noch ein riesengroßes drittes Win, was mir natürlich immer so eine Herzensangelegenheit ist, und zwar sind es die Tiere selbst, die einfach unglaublich leiden unter diesem System und ja, die wir einfach in Ruhe lassen können, wenn wir keine tierischen Produkte mehr essen und uns ja, auf pflanzliche Produkte konzentrieren. Das heißt, so können wir mit einer Ernährung einfach in vielen verschiedenen Bereichen was Gutes tun. Und jetzt noch für alle, die sich vielleicht noch nicht vegan ernähren, die aber sagen, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich weiß gar nicht so genau, wie das funktioniert und ich hätte da gerne irgendwie was an der Hand, was mir hilft. Da haben wir auch ein kostenloses Programm, das sogenannte Vegan-Start-Programm. Kann man sich als App runterladen oder auch als E-Mails, die man dann jeden Tag zugeschickt bekommt. Und da wird man dann 30 Tage an die Hand genommen und bekommt alle Tipps und Tricks, die es so gibt und ganz viele Rezepte und kann das einfach mal ausprobieren, ganz unverbindlich, wie das denn so ist, sich vegan zu ernähren bzw. vegan zu leben. Genau, dann noch eine kleine Ankündigung, dass am Dienstag, den 25. Januar, auch wieder um 18 Uhr nochmal ein Vortrag von mir kommt, nämlich zum Thema vegane Kinderernährung. Wer da Lust drauf hat, ist da natürlich auch wieder ganz, ganz herzlich eingeladen. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch Zeit für Fragen und für Diskussion und ich freue mich,
wenn viele von Ihnen Fragen stellen. Wie gesagt, Sie können was in den Chat schreiben. Ich gucke gleich mal, ob da schon was drinsteht. Oder auch die Hand heben, Mikrofon ausschalten und direkt fragen. So. Super, vielen, vielen Dank, Frau Eich, für diesen spannenden und tollen Vortrag. Danke. Ich kann das persönlich auch nur bezeugen. Ich persönlich ernähre mich nämlich seit 7,5 Jahren ziemlich genau vegan. Und also ähnlich wie Sie, Frau Eick, und ich bin gesund und mir geht es super und ich bin zusätzlich natürlich auch noch glücklicher dadurch, weil ich weiß, weil ich ein gutes Gewissen haben kann, dass ich mit meiner Ernährungsweise keine Tiere töten muss. Deswegen auf jeden Fall, und das, was Sie gesagt haben, mit lecker, also ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Rezepte, so viele Alternativen, die man ausprobieren kann, dass es geschmacklich den anderen Ernährungsweisen in nichts nachsteht. Auf jeden Fall. Das kann ich 100% unterschreiben. Ja. Ja, dann zu Ihren Fragen. Gibt es denn, also im Chat haben wir noch keine Fragen. Nee. Gibt es jemanden, der über Kamera direkt eine Frage stellen möchte? Okay. Dann würde ich mal sagen, um das Eis ein bisschen zu brechen, beginne ich. Ich habe nämlich einige Fragen. Zuerst einmal könnten Sie mir sagen, weil ich interessiere mich ja selber auch für das vegane Thema und versuche mich auch immer zu optimieren, immer wieder was besser zu machen. Jetzt natürlich auch im Januar mit den guten Vorsätzen. Was ja den VeganerInnen häufig angelastet wird, sind zum Beispiel Gemüse- und Obstsorten, die zum Beispiel irgendwo aus Lateinamerika kommen. Könnten Sie, also speziell möchte ich, würde ich gerne was zu Avocado hören. Könnten Sie mir dazu was sagen? Sehr, sehr gerne. Also tatsächlich ist es so, wenn man ab und zu mal vegane Gerichte zeigt oder irgendwo vielleicht sogar online postet oder Freunden setzt und da Avocado dabei ist, dann kommt ganz oft, aber ist denn nicht die Avocado total umweltschädlich oder eben nicht nachhaltig? Und ja, ich habe ja vorher schon gesagt, innerhalb der pflanzlichen Produkte gibt es natürlich Unterschiede und die Avocado hat beispielsweise einen relativ hohen Wasserverbrauch, also es sind so 1500 Liter pro Kilo, die eine Avocado an Wasser braucht. Das ist jetzt schon nicht wenig. Und wenn sie dann noch von weiter her kommt und natürlich extra irgendwie hierher transportiert werden muss, dann hat es natürlich auch einen Einfluss, ganz klar. Also wenn ich da einen regionalen Apfel esse, ist der natürlich wesentlich nachhaltiger als diese Avocado. Aber man muss es ja immer so ein bisschen in Relation setzen. Und einerseits in Relation zu tierischen Produkten ist die Avocado auch ganz klar wesentlich umweltfreundlicher und klimafreundlicher. Also Rindfleisch, aber auch andere Fleischsorten haben einen viel höheren Wasserverbrauch. Also beim Rindfleisch sagt man so 15.000 Liter pro Kilo im Vergleich zu diesen 1.500, also fast 10-mal mehr. Und dazu kommt das alles, was ich während des Vortrages schon erwähnt habe, mit der Ressourcenverschwendung, mit Regenwaldrodung und so weiter. Und selbst wenn man jetzt nur innerhalb der pflanzlichen Produkte schaut, gibt es auch Produkte, die wesentlich höheren Wasserverbrauch haben und die von den allermeisten täglich konsumiert werden. Und zwar nicht speziell von VeganerInnen, sondern von allen. Das ist zum Beispiel der Kaffee. Also Kaffee hat einen extrem hohen Wasserverbrauch, sogar noch mehr als die Fleischsorten und kommt auch nicht hier von nebenan. Aber da guckt man nicht so genau drauf. Genau, also wie gesagt, es gibt Unterschiede zwischen den pflanzlichen Produkten und man kann da sehr gerne optimieren, wenn man das möchte. Man braucht keine Avocados in der veganen Ernährung, aber ich esse ganz gerne mal ab und zu eine. Ja, man braucht sie nicht, aber man will sie manchmal. Ja. Ja, danke schön. Darf ich auch etwas fragen? Sehr gerne. Und zwar, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, vegan ist jetzt für mich, also steht im Moment nicht zur Debatte, vegetarisch wirklich nur sehr eingeschränkt. Gut, ich frage mich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mit Gemüse stark ernähren möchte, zu einem großen Teil. Es ist tiefster Winter und da möchte ich dann eben doch mal Bohnen oder irgendwas in der Art haben. Das gibt es mit Sicherheit bei mir nicht im Garten, das gibt es auch nicht im Frischemarkt. So, jetzt habe ich, wenn ich einkaufen gehe, die Alternative entweder frisch, also ich sage jetzt mal unverpackt frische Ware, die wahrscheinlich einen größeren Transport oder einen Treibhaus oder sonst was hinter sich hat,
oder ich habe eingefrorene Ware oder ich habe im Glas oder in der Dose Ware. Ja. Wie kann ich da differenzieren, was macht da mehr Sinn? Also generell, wenn es darum geht, was ist am klimafreundlichsten, ist generell die pflanzliche Variante klimafreundlicher als tierische Produkte, aufgrund dessen, was ich alles im Vortrag erwähnt habe. Das kann man wirklich relativ klar so unterscheiden. Und dann kann man aber natürlich innerhalb der pflanzlichen Produkte noch schauen, wo kann ich jetzt noch optimieren. Also tatsächlich funktioniert es, wenn man sich überwiegend regional vegan ernährt. Das geht. Das hat dann natürlich nochmal, da muss man nochmal genauer schauen, was kann ich da essen und so weiter. Aber man muss es nicht. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall vegan klimafreundlicher als eine Mischkost, wenn ich eben die tierischen Produkte weglasse. Und wenn man möchte, kann man da dann aber trotzdem noch optimieren. Und beispielsweise eben regional kaufen, da ist im Winter, klar, deutlich eingeschränkter als im Sommer. Tiefkühlkost geht auch, also gerade auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist es gar nicht schlecht. Also da, was Nährstoffe und so angeht, ist Tiefkühlkost wirklich, wirklich nicht schlecht. Also steht da den frischen Produkten nicht viel nach. Und ja, wenn es was im Glas ist, ist es ja auch nicht dramatisch. Natürlich hat man dann eine Verpackung, aber die hat man ja, wenn man verschiedene tierische Produkte kauft, auch. Und hat eben dann nicht diese ganzen anderen Auswirkungen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also ich will jetzt wirklich ganz, ganz klar die Differenzierung haben. Ich habe frische Ware, die vermutlich einen Transport habe. Ich habe im Glas, ich habe in der Dose, ich habe eingefroren. Für was entscheide ich mich vernünftigerweise aus Sicht des Klimaschutzes? Ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen. Ist so. Also da muss man dann schon ganz genau hingucken, weil da ganz, ganz viele Faktoren mit reinspielen. Also wie beispielsweise die Verpackung oder wie beispielsweise ist es regional oder nicht. Und wenn es regional ist, ist es dann in einem Gewächshaus gewachsen, was irgendwie beheizt werden musste oder nicht. Ist es dann klimafreundlicher, das beheizte regionale zu nehmen oder das, was einen längeren Transport hatte und nicht beheizt wurde. Also das sind dann wirklich kleine, feine Differenzierungen, die man sich ganz genau angucken kann, was ich jetzt nicht so pauschal beantworten kann, was mit Sicherheit von Produkt zu Produkt, also von Gemüse zu Gemüse oder Obst zu Obst auch unterschiedlich ist. Also da kann man jetzt nicht so eine Pauschalregel geben, irgendwie immer im Glas oder immer frisch, weil da eben viele Sachen mit reinspielen. Aber wie gesagt, wenn man die tierischen Produkte schon mal weglässt, dann hat man da schon ein riesiges Einsparpotenzial und kann dann, wenn man möchte, noch zusätzlich was machen, aber danke. Wie ist Wildfleisch zu bewerten, hat gerade jemand geschrieben. Also tatsächlich ist aus rein Klimasicht Wildfleisch sozusagen klimaneutral. Das muss man ganz klar so sagen, weil natürlich das Tier, das Wildtier nicht gefüttert wurde, nicht irgendwie extra ernährt werden musste. Also da fallen diese ganzen Themen, die wir besprochen haben, mit Regenwaldrodung, Ressourcenverschwendung und so weiter, fallen weg. Also aus Klimasicht, klar. Aber da gibt es natürlich trotzdem noch die anderen Argumente, die ja hauptsächlich auch die vegane Ernährung betreffen. Also vor allem das ethische Argument. Also muss ich ein Tier töten, um es zu essen, wenn ich es eigentlich gar nicht brauche, wenn ich mich wunderbar ohne das Töten ernähren kann? Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Und zwar, Veganer oder Vegetarier essen ja auch oft viele Sojaprodukte, sei es Sojamilch oder sei es Tofu oder andere Tofu-Produkte. Und die sind ja eben auch, oder Soja wird ja oft im Regenwald, also sagt man sozusagen, wird viel Regenwald abgeholzt, um Sojapflanzen anzubauen. Ist es dann nicht auch ein Problem, wenn ich dann sozusagen mich vegan ernähre, dass ich dann indirekt trotzdem auch für die Regenwaldabholzung mitverantwortlich bin? Also es ist richtig, dass für Soja Regenwald abgeholzt wird, ganz klar. Und es ist auch richtig, dass man das Argument sehr, sehr häufig hört als Veganerin. Aber es ist tatsächlich so, dass das Soja, was für das Regenwald abgeholzt wird, an Tiere verfüttert wird. Also es sind sowieso nur ungefähr 2% des weltweit angebauten Sojas, was direkt in den menschlichen Verzehr geht. Also nur 2% werden zu Tofu und Co. verarbeitet, das Menschen direkt essen. Und diese 2% werden zum allergrößten Anteil in Europa angebaut. Also man kann es auch auf den Verpackungen sehen. Da steht es dann drauf, wo das Soja herkommt. Und es ist wirklich in der überwiegenden Anzahl der Produkte kommt es aus Europa. Das heißt, dafür wird kein Regenwald abgeholzt. Und eben im Vergleich dazu, das Soja, für das Regenwald abgeholzt wird, wird an Tiere verfüttert.
Und dazu kommt noch, dass man auch nicht unbedingt, wenn man es nicht möchte, Soja essen muss. Also ich esse es sehr gern, ich mag Tofu total gern und auch andere Sojaprodukte, aber man braucht es nicht unbedingt, wenn man das nicht möchte. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Palmöl. Das ist ja leider auch in vielen Produkten drin, egal ob vegan oder unvegan. Ja. Wie bewerten Sie das? Ist man da zum Beispiel auf der sicheren Seite, wenn man die Bio-Variante des Produktes kauft, oder wie ist das? Also Palmöl ist tatsächlich ein riesiges Problem und für Palmöl wird auch sehr, sehr viel Regenwald abgeholzt. Für Palmöl geht Lebensraum verloren, für Orang-Utans und andere Tiere. Also das ist wirklich ein riesiges Problem. Aber und Palmöl an sich ist natürlich erstmal vegan. Also das ist ein veganes Ausgangsprodukt. Aber das ist kein generell veganes oder Problem oder generell in der veganen Ernährung ausschließlich vertreten, sondern tatsächlich sind in ungefähr der Hälfte der Produkte im Supermarkt ist Palmöl enthalten. Also es ist ein extrem weit verbreitetes Produkt, sowohl in Lebensmitteln als auch in Kosmetikartikeln, in Waschmitteln, in Kerzen, ist überall Palmöl drin. Und das ist das große Problem, dass es einfach in diesen riesigen Mengen eingesetzt wird, weil es halt so günstig ist. Und da kann man natürlich schon darauf achten, Produkte zu kaufen, in denen kein Palmöl drin ist. Und das betrifft auch vegane Produkte, also zum Beispiel vegane Aufstriche oder Riegel oder auch irgendwie eine Schokocreme. Da ist es sowohl in den veganen als auch in den nicht veganen Produkten eben sehr, sehr häufig Palmöl drin. Es gibt aber eigentlich fast immer eine Variante ohne Palmöl. Also da muss man ein bisschen hinten die Inhaltsliste lesen, was man sowieso macht, wenn man anfängt, sich vegan zu ernähren. Und da kann man natürlich super, wenn man da auch drauf achtet, kein Palmöl zu konsumieren. Es gibt da dann eben Bio beziehungsweise zertifiziertes Palmöl und so, ist mit Sicherheit besser als das konventionelle, aber im besten Fall tatsächlich einfach ein Produkt ohne Palmöl. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar aus dem Vortrag. Da haben Sie gesagt, dass 15-20%, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, des weltweiten CO2-Ausstoßes durch die Tierproduktion hergestellt wird und weniger als bei den Transportmitteln. Da war aber keine Prozentzahl dabei. Könnten Sie dazu vielleicht noch was sagen? Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht genau im Kopf, wie viel die genaue Prozentzahl vom Verkehr ist. Liegt auch ein bisschen daran, dass das von Studie zu Studie schwankt. Also wie man jetzt da auch gesehen hat, 15-20% bei der Tierwirtschaft. Aber die Tierwirtschaft, also die weltweit ausgestoßenen Treibhausgase durch die Tierwirtschaft sind auf jeden Fall mehr als die durch den Verkehr. Aber jetzt die genaue Prozentzahl vom Verkehr kann ich Ihnen nicht sagen, weil, wie gesagt, es auch relativ immer wieder so ein bisschen anders angegeben wird. Okay, und dann fällt mir, also ich sehe gerade keine Fragen, aber mir fällt direkt noch was ein. Haben Sie Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger, wie man am besten beginnen sollte? Weil ich glaube, ich höre ganz häufig, dass es total schwierig ist und dann alles umstellen und man braucht 1 Million Sachen irgendwie in der Küche und Zutaten, die man vorher teilweise noch gar nicht gehört hat und sowas. Gibt es da vielleicht von Ihnen Tipps, wie man einfach umsteigen kann und damit es noch schmeckt und eben nicht in Stress aushärtet? Ja, also als ersten Tipp finde ich immer ganz gut, sich so ein bisschen Gleichgesinnte zu suchen, sich Hilfe zu suchen. Also entweder jemand, den man kennt, der vielleicht das gleichzeitig mit einem macht, oder jemand, der sich schon vegan ernährt, der einen da ein bisschen an die Hand nehmen kann, oder auch irgendwie eine Facebook-Gruppe oder ähnliches, in der Menschen anfangen, sich vegan ernähren oder sich vegan zu ernähren oder schon länger vegan ernähren. Oder sowas wie die Vegan-Start-App oder jetzt auch wie den Veganuary, dass man sowas nutzt, um da sich Hilfe zu holen und Inspiration. Es gibt da ganz, ganz viele Rezepte online, dass man da einfach nicht so ganz allein gelassen ist und jetzt denkt so, was soll ich jetzt aus diesen pflanzlichen Lebensmitteln machen, sondern dass man da irgendeine Art und Weise von Hilfe an der Hand hat. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Als zweites finde ich ganz wichtig, dass man sich einfach klar im Klaren ist, warum man das macht. Also bei mir war es einfach so ein starkes Motiv, dass ich gesagt habe, ich möchte das einfach nicht mehr, dass für mich Tiere so gequält und getötet werden.
Das ist jetzt nie irgendwie so groß. Also ich habe dann jetzt nicht so genau verglichen, aber ich will jetzt gern 1:1 das Käseprodukt in vegan, weil das, der vegane Käse schmeckt nicht 1:1 so wie der tierische Käse, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil er schmeckt auch gut, aber halt ein bisschen anders. Und dass man da so ein bisschen von wegkommt und sich einfach im Klaren ist, warum mache ich das eigentlich, warum will ich das? Und dann so, was das Praktische angeht, finde ich, kommt es ein bisschen drauf an, was man für ein Typ ist. Also wenn man jetzt nicht so gerne kocht, dann würde ich so versuchen, Gerichte, die ich sowieso schon kenne, zu veganisieren. Also einfach zu gucken, wie kann ich das, was ich kenne, in vegan machen. Und da gibt es ja beispielsweise heutzutage auch ganz, ganz viele zum Beispiel Fleischalternativen oder Milchalternativen, wo ich dann halt einfach beispielsweise mein Müsli morgens statt mit der Kuhmilch mit der Hafermilch trinken kann. Das ist ganz einfach. Oder dass ich dann mein Gericht statt mit einem Stück Fleisch eben mit einer Fleischalternative machen kann. Und wenn man aber jemand ist, der sehr, sehr gerne kocht, das war bei mir so der Fall, dann kann man auch einfach neue Gerichte ausprobieren. Also wirklich Gerichte, die vegan konzipiert sind. Und da sich tatsächlich in der Küche ausprobieren. Also für mich hat sich das überhaupt nicht wie Verzicht angefühlt, sondern es war so, dass da sich plötzlich eine ganz neue große Welt geöffnet hat. Tatsächlich auch an neuen Lebensmitteln, an Möglichkeiten, wie man das zubereiten kann und wie man eben so ein Gericht zusammenstellt. Und es hat mir total viel Spaß gemacht, da auszuprobieren und zu experimentieren. Also ja, genau, da kommt so ein bisschen drauf an, was man für ein Typ in der Küche ist. Und Sie sind noch stumm? Genau. Dann ist mir jetzt, während Sie gesprochen haben, noch eine letzte Frage. Also von meiner Seite, die anderen können ja dementsprechend lange genug über weitere Fragen nachdenken, wenn sie noch Fragen haben. Also gerade für Menschen, die sich vegan ernähren, so wie ich auch. Ich lese natürlich auch sehr viele Nachrichten zum Thema vegane Ernährung und wahrscheinlich kriege ich auch natürlich durch mein Verhalten viele Nachrichten zu dem Thema. Und da steht ja gerade eins im Raum, und das ist dieses sogenannte In-vitro-Fleisch, also dieses DNA-produzierte Fleisch. Mhm. Haben Sie dazu vielleicht irgendwelche Informationen, wie das sich auf die Umwelt, ja. Also das, genau, das ist noch nicht so 100% klar, weil das halt noch relativ in den Kinderschuhen steckt, sage ich mal. Also da wird sehr, sehr viel Forschung betrieben und es gibt auch schon die ersten Produkte tatsächlich, also beispielsweise in Israel oder in Singapur. Für alle, die es nicht wissen, also sogenanntes Laborfleisch oder In-vitro-Fleisch, da werden aus einem lebenden Tier mit einem minimalinvasiven Eingriff, also das merkt das Tier kaum, werden Stammzellen entnommen und dann werden diese Stammzellen in einem Nährmedium zu Muskelzellen gezüchtet. Und dann wächst daraus tatsächlich ein Stück Fleisch, was genau die gleichen Nährwerte hat, was wirklich echtes Fleisch ist, was auch so schmeckt. Und es wird mit Sicherheit eine deutlich geringere Klimaauswirkung haben, weil halt das ganze Anbau von Pflanzen, von Futtermitteln, von Weideland, Abholzung vom Regenwald, das fällt alles weg. Aber natürlich wird es trotzdem auch irgendeine Art von CO2-Ausstoß haben, weil ja das trotzdem produziert werden muss in irgendeiner Fabrik und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall definitiv eine Möglichkeit für die Zukunft, für Menschen, die halt nicht auf Fleisch verzichten wollen, die das weiterhin konsumieren wollen, aber trotzdem halt mit einer geringeren Klimaauswirkung und natürlich auch ohne, dass Tiere dafür gequält und getötet werden müssen. Es ist noch nicht so 100% vegan, weil beispielsweise in manchen Nährmedien noch tierische Bestandteile drin sind, die relativ grausam produziert werden. Aber da ist man auch schon in der Forschung dran, das zu ersetzen durch rein pflanzliche Nährmedien. Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema für die Zukunft, was mit Sicherheit zusammen mit der rein veganen Ernährung und mit den pflanzlichen Fleischalternativen dann Beitrag leisten wird. Mhm. So, okay. Jetzt haben wir noch was im Chat. Und zwar, was müssen ältere Menschen bei einer veganen Ernährung beachten? Sind hier tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel erforderlich? Also generell ist es so, dass es ein Vitamin gibt, was jeder, der vegan lebt, ergänzen sollte. Und zwar ist es Vitamin B12. Das gilt jetzt nicht nur für ältere Menschen. Sind Sie noch da? Frau Eick, sind Sie noch da?
jetzt wieder. Jetzt höre ich sie wieder. Okay, gut, weil es war gerade alles stehen geblieben, deswegen ich weiß schon, was ist jetzt passiert? Okay, ich hoffe, Sie hören mich noch. Ich war beim Vitamin B12, genau, das jeder vegan lebende Mensch, egal in welchem Alter, ergänzen sollte. Genau, weil das tatsächlich nicht nach aktuellem wissenschaftlichen Stand nicht durch rein pflanzliche Quellen gedeckt werden kann, der Bedarf. Das ist aber auch kein nicht tierischen Ursprungs, weil alle Vitamine werden im Ursprung von Bakterien produziert. Und den Tieren in der Tierhaltung wird beispielsweise Vitamin B12 ins Futter gemischt. Das heißt, auch als Mischköstler nehme ich Vitamin B12 als Nahrungsergänzung zu mich, aber halt über den Umweg, über das Tier. Das heißt, ich kann einfach als vegan lebender Mensch das Tier leben lassen, den Zwischenschritt auslassen und einfach das Nahrungsergänzungsmittel direkt zu mir nehmen. Und ältere Menschen haben natürlich so ein bisschen andere Anforderungen, aber es gibt jetzt nichts Spezielles, was jetzt unbedingt im Alter zusätzlich ergänzt werden muss. Da macht es einfach Sinn, wenn man ab und zu mal sein Blut testen lässt, was übrigens auch bei MischköstlerInnen Sinn macht, um da zu schauen, um eventuell die Ernährung zu optimieren und eventuell noch ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Aber es gibt jetzt nichts Spezielles, was man da jetzt beachten muss. Genau, und es gibt auch verschiedene Ernährungsgesellschaften, wie zum Beispiel die American Academy of Nutrition and Dietetics, die ganz klar sagen, dass die vegane Ernährung in jeder Lebensphase funktioniert. Also sowohl bei Kleinkindern, Babys, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und bis zu den Älteren. So, dann haben wir, warum haben Hühner so eine schlechte Bilanz gegenüber Schweinefleisch und gilt das auch für Eier? Also es gilt auf jeden Fall für Eier, genauso wie bei der Milch, das für die Kühe gilt. Aber warum genau jetzt Hühner da deutlich schlechter abgeschnitten haben als Schweinefleisch, kann ich gar nicht genau sagen. Ja, also da gibt es jetzt jedenfalls sowohl Schweine als auch Hühner stoßen beide kein Methan aus. Also daran kann es nicht liegen. Das machen tatsächlich nur die Wiederkäuer. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es gilt auf jeden Fall auch für Eier. Gibt es differenzierte Berechnungen unterschiedlich produzierter tierischer Produkte? Käse aus Alpenregionen oder Kraftfutterernährung ist vermutlich anders zu beurteilen. Also natürlich gibt es Unterschiede. Eine Kuh, die jetzt tatsächlich in der Alpenregion lebt und da das Gras frisst oder halt von Heu, was da regional gewonnen wird, ernährt wird, hat natürlich eine bessere Bilanz als eine Kuh, die mit Getreide, Soja und Ähnlichem aus dem Regenwald gefüttert wird. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Aber egal, wo die Kuh steht, egal, wie die ernährt wird, Methan stößt sie immer aus. Und das ist tatsächlich gerade bei den Kühen das größte Problem. Das heißt, das haben wir, egal bei welcher Haltungsform und egal, woher das Futter kommt, auf jeden Fall immer bei den Kühen. So, das waren jetzt alle Chatfragen bis hier. Mir ist noch eine Frage eingefallen, und zwar berate ich ja hobbymäßig, manchmal bei uns auch bei der Stabsstelle, Umwelt- und Klimaschutz auch zum Thema vegane Ernährung. Und die meisten Fragen kann ich auch recht gut beantworten. Allerdings habe ich mich gerade an eine Frage erinnert, die konnte ich dann tatsächlich nicht beantworten. Und es musste auch eine Kollegin dazukommen und eben die ganze Situation ein bisschen beschwichtigen. Und zwar hat ein Ehepaar damals bei der Beratung gefragt, ich meine, das darf man auch fragen, ist auch total okay, deswegen gebe ich jetzt die Frage gerne an Sie weiter. Wenn jetzt mal angenommen, wir ernähren uns ab morgen alle vegan. Und Ihre Frage zielte darauf ab, wie soll das ablaufen? Gibt es einen Plan? Also der Herr hat dann gesagt, machen wir dann noch ein riesen Grillfest und töten alle Tiere und dann sind sie weg? Oder wie läuft das ab in den Weg zu dieser globalen veganen Ernährung, bestenfalls natürlich? Also das ist ja eine sehr utopische Vorstellung, dass von heute auf morgen alle Menschen vegan leben. Das wird nicht passieren. Deswegen müssen wir uns da eigentlich auch keine Gedanken drüber machen, was wäre, wenn von heute auf morgen alle vegan leben. Also das ist ein schleichender Prozess, der stetig weitergeht. Also man sieht das ja auch an den Zahlen, dass immer mehr Menschen sich vegan ernähren. So beispielsweise
Es war eine Untersuchung direkt von der Bundesregierung, dass innerhalb des ersten Pandemiejahres 2020 sich die Anzahl der vegetarisch lebenden und auch die Anzahl der vegan lebenden Menschen jeweils verdoppelt hat. Also da geht es wirklich deutlich nach oben, was mich natürlich sehr freut, aber trotzdem sind wir natürlich noch ein kleiner Prozentsatz. Also je nach Untersuchung sind es, sagt man ja, irgendwie so 2-5% vegan lebende Menschen aktuell. Also es ist natürlich trotzdem noch wenig und es wird auch weiterhin, es wird vielleicht schneller wachsen, aber es wird nicht von heute auf morgen passieren. Und das Ganze ist einfach Angebot und Nachfrage. Also der Markt wird sich da selber regulieren. Also je weniger tierische Produkte konsumiert werden, desto weniger tierische Produkte müssen produziert werden, desto weniger Tiere werden gezüchtet und so weiter. Also da passt sich der Markt ja der Nachfrage an. Das sieht man im Gegenzug ja auch an den veganen Produkten. Je mehr vegane Produkte gekauft werden, desto mehr Nachfrage da ist, desto mehr vegane Produkte gibt es auch. Also wenn man vor 8 Jahren, als wir angefangen haben, uns vegan zu ernähren, im Supermarkt geguckt hat, wie viele vegane Produkte es da gab, war nicht so viel. Und heute ist ja alleine dieses Regal mit veganer Milch riesengroß, was es da alles für unterschiedliche Sorten gibt. Und es kommt natürlich daher, dass mehr Menschen die Produkte kaufen und dass die Nachfrage da ist. Und so reguliert sich das. Also das wird einfach nach und nach weniger werden. Also tatsächlich sieht man das auch schon, dass die Zahlen der Tiere leider nur wenig, aber stückweise ein bisschen nach unten gehen. Und so wird es weiter. Also wird einfach weniger gezüchtet. Also die Tiere sind ja nicht einfach da und müssen dann irgendwie plötzlich alle getötet werden, sondern die werden ja extra gezüchtet und das wird sich einfach nach unten regulieren. Okay, vielen, vielen Dank für diese Antwort. Das merke ich mir dann für das nächste Gespräch. Gibt es noch Fragen? Ich glaube, im Chat ist nichts mehr. Das wurde schon alles beantwortet. Genau. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich danke Ihnen nochmal vielmals, Frau Eick, für Ihre Präsentation, aber natürlich auch für Ihre Geduld bei den vielen Fragen. Sehr gerne, das mache ich immer gerne. Alles klar. Dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Da gibt es noch Fragen, sehe ich gerade. Nee, ich glaube, das sind Klatschehände. Ach so, okay. Geklatscht, okay. Der Applaus geht natürlich an Sie, Frau Eick. Genau, also ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir machen ja als Stadt dieses Jahr bei Veganuary mit. Wir haben da auch einen eigenen Zugang. Das ist veganuary.com/Tübingen mit UE geschrieben. Also da können Sie sich natürlich auch jederzeit noch anmelden. Übrigens geht das auch im ganzen Jahr, kann man sich anmelden und kostenlos 31 Tage jeden Tag eine E-Mail bekommen. Mit verschiedenen Tipps, gerade auch Tipps, wie steige ich um, was muss ich beachten, welche Mineralien, Vitamine und so weiter brauche ich. Also sehr, sehr spannend. Ich habe mich natürlich auch selber angemeldet, um mal zu gucken, was da so kommt. Und ich finde die Information auch für mich noch interessant, also auch nach 8 Jahren oder 7,5 Jahren veganer Ernährung kann ich da auch immer noch irgendwelche neuen Informationen für mich rausholen. Genau, Sie hatten es ja schon erwähnt, dass wir noch weitere Veranstaltungen im Rahmen des Veganuary haben. Die nächste Veranstaltung wird noch ein Kochkurs sein. Da freue ich mich persönlich auch ganz arg drauf am Samstag, den 22. Januar. Dazu können Sie sich natürlich auch gerne anmelden. Die Anmeldeformularien laufen ähnlich wie jetzt bei dieser Veranstaltung. Und dann am 25. Januar sehen wir Frau Eick wieder. Mit dem sehr spannenden Thema vegane Kinderernährung. Also finde ich, da freue ich mich auch richtig drauf, weil das ja auch immer ein sehr schwieriges Thema ist. Deswegen haben wir es natürlich auch gewählt, um jetzt auch ein bisschen eine speziellere Zielgruppe anzusprechen. Ansonsten generell zu unseren Beratungen, also die Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz der Stadtverwaltung hat sonst auch noch weitere Beratungen beziehungsweise verschiedene Angebote. Diese finden Sie auf der Seite tübingenmachtblau.de. Unter anderem gibt es auch jeden Donnerstag ein neues Beratungsthema um das Thema Umwelt- und Klimaschutz herum. Diesen Donnerstag zum Beispiel, damit Sie sich dann ein Bild dazu machen können, gibt es eine Mobilitätsberatung. Nächsten Donnerstag gibt es eine Beratung zum Thema Carsharing.
Und am letzten Donnerstag des Monats mache ich nochmal eine Beratung zum Thema vegane Ernährung. Genau, das war's von meiner Seite. Dann danke ich natürlich auch allen Teilnehmenden, dass sie so zahlreich erschienen sind. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich einen guten Start in eine vegane Ernährung natürlich und verabschiede mich damit. Machen Sie es gut. Kam gerade noch die Frage, ob der Kochkurs online stattfindet. Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich, sehr gerne, wird der Kurs in Präsenz stattfinden. Das habe ich jetzt heute nach interner Rücksprache entschieden. Allerdings muss ich das einfach nochmal bei uns auf städtischer Seite final abklären, ob wir da auch alles richtig machen bezüglich der neuen Verordnung. Aber da wird jetzt auch diese Woche noch eine Pressemitteilung von unserer Seite rauskommen und wir werden das auch auf der Homepage veröffentlichen. Aber Stand heute sieht es so aus, dass es in Präsenz stattfinden wird. Natürlich mit 2G+ und Maske und Test vorab. Also wenn Sie sich anmelden, brauchen Sie auch keinen Tagestest vorab zu machen, sondern Sie machen den Test dann direkt bei uns. Genau. Gut, dann von meiner Seite auch nochmal vielen Dank. Einen schönen Abend an alle. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.